Das Kaiserreich Kathy ist ein faszinierender Ort. Weite Graslande, monumentale Bergketten und eine Kultur so vielschichtig wundervoll wie keine zweite. Trotz allem befinden wir uns noch immer in einer Welt des Konflikts, des Chaos und der Zerstörung. So muss sich auch das Kaiserreich tagtäglich gegen die einfallenden Horden der ruinösen Vier oder auch den Truppen Nippons verteidigen. Hierfür stehen dem Drachenkaiser tausende treue Krieger sowie viele einzigartige Formationen, Konstrukte und Kriegsgeräte zur Verfügung. Da das Kaiserreich Kathy eine meiner absolut liebsten Regionen der gesamten Welt darstellt, werden wir in dieser Folge einen ganzheitlichen Blick auf das Militär des größten menschlichen Reiches werfen. Ich werde euch berichten, wie Kathy kämpft, welche Truppen sie verwenden und welche Geschichte ihre einzigartigen Kampfformationen haben. Ich freue mich sehr, euch diese Vorlesung präsentieren zu dürfen. Dies ist die Armee Kathys, der Perle des Ostens. Die einfachsten Truppen sind wie so oft die Bauern. Mit Speer und Bogen verteidigen sie ihre Heimat gegen unbeschreibliche Monster oder blutrünstige Barbaren. Interessanterweise sind die Bauerntruppen des Kaiserreiches jedoch ziemlich deutlich nach Geschlecht getrennt. Von den Männern wird erwartet, zum Speer zu greifen, wohingegen der Fernkampf eine traditionell feminine Aktivität darstellt. Bogenschießen ist ein beliebtes Hobby der Kathy-Frauen und auf dem Schlachtfeld stellen sie daher erstaunlich kompetente Truppen für ihren sozialen Stand dar. Natürlich erwartet niemand große Heldentaten von den einfachen Bauern, doch die Bevölkerungsdichte des Kaiserreiches ist enorm und selbst auf offenem Felde gegen Grünhäute sind die Truppen der himmlischen Lande oft in der Überzahl. Ein weiterer Vorteil, den Kathys einfaches Volk aufweist, ist ihre erstaunliche Moral. Aufgrund ihrer kulturell veranlagten Hingabe zum Drachenkaiser und seinen himmlischen Kindern kämpfen selbst die einfachsten Hirten mit Entschlossenheit und Mut. Wer also bei den Bauerntruppen Kathys direkte Vergleiche zu den ungewaschenen Massen Bretonias zieht, sollte noch einmal genauer hinsehen. Trotz allem sieht natürlich auch der Drachenkaiser, dass seine Untertanen auf dem Reisfeld mehr für das Reich leisten können als auf dem Schlachtfeld. Weswegen groß angelegte Kriegshandlungen stets von den professionellen Soldaten der Jadekrieger ausgeführt werden. Die Jadekrieger sind die Allzweckwaffe des Drachenkaisers, seine treuen Krieger und der stählernde Wille des kathischen Volkes. Ihr Name, die Krieger aus Jade und Stahl, ist ein absoluter Ehrentitel. Jade ist der heilige Stein des Kaisers, ein Symbol für die Reinheit und Ewigkeit des Reiches. So tragen die Jadekrieger nicht nur Farbe und Namen des heiligen Steins, sondern werden dadurch auch permanent an ihre heilige Pflicht erinnert. Ihre Aufgabe ist es, den ewigen Kaiser, das Reich und seine Einwohner zu schützen. Sie bilden die stählerne Mauer, die Kathys Unsterblichkeit garantiert. Jadekrieger trainieren in immer gleichbleibenden Formationen, sodass jeder seinen Nebenmann kennen und vertrauen lernt. Ihre Abteilungen werden von jeder Stadt individuell rekrutiert, sodass die Verzierungen ihrer Rüstungen und die Menge der Soldaten ein Spiegel des Reichtums ihrer Herkunft sind. Über den Kriegern flattern stets drei Banner an derselben Stange. Oben das des Kaisers, darunter das ihres Drachenherrschers, also des Drachen, der über ihre spezielle Region herrscht, und ganz unten das Banner der Stadt. Auch wenn Kathy schon lange über technologische Errungenschaften wie beispielsweise Schwarzpulver verfügt, bleiben die Jadekrieger traditionell in ihrer Bewaffnung. Dies ist primär der Philosophie des Drachenkaisers geschuldet. Seiner Ansicht nach sollte das Moderne stets die Traditionen und Weisheiten des Altertums ergänzen, niemals jedoch ersetzen. Die alten Werte bilden das Fundament und die Seele eines Volkes. Jadekrieger sind die Verteidiger dieser reinen Seele und bleiben daher auch unberührt von Feuerwaffen oder Alchemie. Trotz allem sind die Jadekrieger eine vielseitige und effektive Formation, die je nach Bewaffnung eine Vielzahl an Rollen einnehmen kann. Die einfachsten stellen Schilde und Schwert dar. Diese Kämpfer werden entweder in ländlichen Regionen erhoben oder sollen die Front gegen schweren Fernkampfbeschuss halten. Mit ihrem schweren Lamellenpanzer und einem stählernen Schild können diese Krieger viele Pfeilsalven mühelos ertragen. Wohlhabendere Regionen oder jene, die sich vermehrt den Monstern des Chaos stellen müssen, präferieren es häufig, die Jadekrieger mit Hellebarden auszustatten.
Diese Stangenwaffen geben ihnen den Reichweitenvorteil, sind exzellent gegen Kavallerie oder Monster und können ganze Straßen absperren, sollte es zur Belagerung kommen. Doch weder das Schwert noch die Hellebarde sind das Rückgrat der Cathayischen Armee. Diese Rolle fällt den Fernkämpfern und Artilleristen zu. Ebenso wie die Tradition das Fundament bildet, auf dem die Moderne sich aufbaut, bildet der Nahkampf den Wall, hinter dem Cathy seine zerstörerischen Potenziale entfalten kann. Die älteste Fernkampfformation besteht aus Jadekriegern mit Armbrüsten. Da die meisten militärischen Aktionen in Cathy sich auf die Verteidigung von ländlichen Städten beschränken, sind die Armbrustschützen einige der wichtigsten Truppen im kaiserlichen Arsenal. Große Kriegsgeräte oder mächtige Magier sind für kleinere oder abgelegenere Städte unmöglich zu erlangen. Doch gerade diese Siedlungen sind am gefährdetsten. Mit ihrer noch immer schweren Rüstung und ordentlich Durchschlagskraft sind die Jadekrieger-Fernkämpfer eine tolle Allzweckwaffe. Die Armbrust hat genug Kraft, um kleinere Monster oder Rüstungen zu durchschlagen, und ihre Lamellenrüstung schützt die Krieger vor gegnerischem Beschuss. Aus diesem Grund können sie ohne viel Unterstützung hinter den Mauern oder auf den Zinnen einer Siedlung stationiert werden, um einen Angriff entweder auszubremsen oder gar komplett zu stoppen. Wie ich aber vorher bereits angesprochen habe, ist auch die technologische Entwicklung der Welt nicht spurlos an Cathy vorbeigegangen. Natürlich verfügen auch die Truppen des Drachenkaisers über Schwarzpulver und machen nur allzu gern Gebrauch davon. Die verbreitetsten Schusswaffen dieser Art sind die Cathayischen Donnerbüchsen in den Händen der Eisenhagelschützen. Diese Fernkampftruppen haben den Namen Fernkampf eigentlich gar nicht verdient. Aufgrund ihrer massiven Streuung haben die Donnerbüchsen nur eine kurze effektive Reichweite und werden von nahezu allen anderen Geschossen an Reichweite übertroffen. Auf ihre kurze Entfernung sind die Donnerbüchsen jedoch absolut vernichtend. Eine einzige Salve geübter Schützen kann ganze Truppenverbände vernichten oder kampfunfähig verkrüppeln. Um die Schwäche der kurzen Reichweite auszugleichen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man rüstet die Soldaten so sehr, dass sie in angemessener Zahl in Reichweite gelangen, dies nennen wir allgemein die Zwergenmethode, oder man rüstet sie fast gar nicht, behält damit ein hohes Maß an Beweglichkeit und verbirgt ihre Bewegungen hinter den anderen Einheiten. Dies ist die Taktik, für die Cathy sich entschieden hat. Somit sind die Eisenhagelschützen zwar außerordentlich anfällig für jede Form von Angriff, aber auf einer taktischen Ebene können sie sich sehr schnell flexibel umpositionieren und stets an wichtigen Engpässen ihre Feuerkraft zum Einsatz bringen. Besonders in der Verteidigung von Städten sind die Eisenhagelschützen unfassbar wertvoll. In den schmalen Gassen oder Straßen einer Siedlung ist es nahezu unmöglich, ihrer effektiven Reichweite zu entgehen, und die Möglichkeit, feindliche Verbände hinter Abzweigungen aufzulauern, macht sie zu wahrlich furchterregenden Gegnern. Die zweite Schwarzpulvereinheit bietet in Sachen Vor- und Nachteile genau das gegensätzliche Konzept zu den Eisenhagelschützen. Die Kranichschützen sind enorm statische, unflexible Fernkämpfer mit enormer Reichweite. Interessanterweise wird das Konzept der Kranichschützen einigen von euch bereits ein Begriff sein. Jene, die sich ausgiebig mit meiner Vorlesung zu den Skaven beschäftigt haben, wissen von den sogenannten Warp-Lock-Jezails der Rattenmenschen. Die Kranichschützen sind exakt dieselbe Einheit, obwohl sie sich, soweit ich weiß, unabhängig von den Jezails entwickelt haben. Kranichschützen agieren in Zweierteams mit einem Schildträger und einem Schützen. Die Schilde sind mannesgroß, sodass der Schütze vollkommen vor Gegenbeschuss geschützt ist und seine Waffe im Stehen auf dem Schild abstützen kann. Durch die Position des Schildes schützt er natürlich nicht vor einem Pfeilhagel. Doch die meisten Salven-Bogeneinheiten werden von der Reichweite der Kranichschützen eh ungefährlich gemacht. Der Schild soll eher vor Wurfwaffen von herannahender Kavallerie oder Schwarzpulver gegen Feuer schützen. Aufgrund ihrer geringen Feuerrate werden die Kranichschützen als Präzisionsinstrument eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, wichtige Kommandanten, elitäre Kampfverbände, Magier oder Artilleriebesatzungen auszuschalten. Je größer der strategische Wertverlust pro Kugel, desto besser. Mit den simpleren Infanterieeinheiten aus dem Weg kann ich euch von den elitären, einzigartigen und mystischen Truppen Cathys erzählen. Zumindest jenen, die zu Fuß unterwegs sind. Die himmlischen Drachenwächter sind die persönliche Leibgarde des Drachenkaisers. Somit sind sie nahezu immer in der Hauptstadt Weijin stationiert und verlassen selbige nur auf direkten Befehl des Kaisers. Oft genug bedarf es der direkten Bitte eines großen Drachen, also seiner eigenen Kinder, um den Marsch der Wächter zu befehlen. Betreten selbige allerdings das Schlachtfeld, können die Drachenwächter mit den besten Kämpfern der Welt mithalten. Sie stehen oft genug von Angesicht zu Angesicht mit auserwählten Champions des Chaos und widerstehen ihnen nicht nur, sondern drängen sie aktiv zurück. In ihrer Ausrüstung und Kampfweise sind sie vergleichbar mit den Jadekriegern, doch besser in jeder Hinsicht.
Ihre Rüstungen und Bewaffnungen wurden in den heiligen Schmieden von Kunlan gefertigt und stehen in ihrer Qualität nur den Zwergen- und Elfenschmieden hinterher. Wir finden die himmlische Drachenwache eigentlich immer mit einer Bewaffnung aus Hellebarde und Rundschild, auch wenn es kleinere Abteilungen aus Armbrustschützen gibt. Die Flexibilität und Qualität ihrer Ausrüstung, gepaart mit der Erfahrung und dem Talent der Krieger, macht die Drachenwache zu einer der besten Formationen des Ostens. Ihr einziger Nachteil ist die geringe Anzahl, sodass nur wenige Jadekrieger jemals das Privileg genießen dürfen, Seite an Seite mit diesen himmlischen Wächtern zu kämpfen. Die letzte Infanterieformation, die ich gern besprechen möchte, ist in ihrer Zahl sogar noch beschränkter als die himmlischen Drachenwachen und offen gesagt möchte ich sie auch eigentlich nicht als Formation bezeichnen. Es geht um die zahlreichen Kriegermönche, die sich der Verteidigung ihrer Heimat anschließen. Sie folgen der Wimto-Religion, einem Glaubenssatz, der sich über Kathy und Nippon erstreckt. Laut den Schriften verlangt Wimto eine absolute Hingabe zur Kultivierung von Körper und Geist. Dies wird durch verschiedene Mittel wie Kampftraining, Askese und Meditation erreicht. Durch eine Lebensspanne des Trainings und der Konzentration werden Wimto-Kriegermönche zu absoluten Monstern im Zweikampf. Ihre Waffen der Wahl sind Stäbe, Naginata oder einhändige Schwerter. Am bekanntesten sind sie allerdings für ihre breite Kenntnis des waffenlosen Kampfes in einer Vielzahl von Formen. Vielen der älteren oder begabteren Mönche werden noch absolut magische oder mystische Fähigkeiten nachgesagt, wie das Laufen auf Luft, Astralprojektion oder aber auch Schläge auf mystische Druckpunkte am feindlichen Körper. Eine Cathay-spezifische Unterform der Wimto-Kriegermönche sind die Drachenmönche aus dem Trauergebirge. Sie sind absolut ruchlose Krieger, bei denen neue Aspiranten selten länger als einen Tag überleben. Den Legenden zufolge besteht ihr ganzes Leben nur aus dem Kampf und einige sind sogar in der Lage, legendäres Drachenfeuer in ihre Kampfformen mit einzuweben. Leider haben wir nur sehr wenige Berichte über die Drachenmönche, da kaum jemand die Begegnung mit ihnen überleben kann. In Hinsicht auf Kavallerie sind die Truppen Cathys sehr überschaubar, deswegen werde ich da nicht viel Zeit mit verbringen. Die verschiedenen Truppenverbände Cathys verfügen auch alle über eine Kavallerieformation. Selbst einfache Bauern lernen früh das Reiten, da die weiten Strecken zwischen den Siedlungen sonst unüberwindbar wären. Also werden auch einfache Kavalleristen aus ihren Reihen aufgestellt, sollte ihre Heimat bedroht sein. Jadelanzenreiter hingegen sind voll ausgebildete Ritter, die mit schwerer Rüstung, Schild und Lanze in den Kampf ziehen. Sie sind sehr vergleichbar mit den Rittern des Westens und werden auch ähnlich eingesetzt. Eine Besonderheit der Jadelanzen ist ihre Ausbildung im Straßenkampf, da nahezu alle Kämpfe Cathys aus der Defensive geführt werden. So müssen auch die Reiter zur Not in der Lage sein, ihre Städte zu verteidigen. Aufwendige Drills und Übungen werden regelmäßig durchlaufen, um sowohl Reiter als auch Ross auf die engen Gassen zu gewöhnen und eine effektive Formation beizubehalten. Auch die himmlische Drachenwache hat Kavallerieformationen, doch hier gibt es tatsächlich einen beträchtlichen Unterschied zu den gewöhnlichen Reitern. Denn die Wache gebietet über die Groß-Longmars. Longmars sind Pferde, mit denen angeblich das Blut eines Drachen gemischt wurde. Dadurch wachsen ihnen Schuppen, Hörner und sogar Flügel. Nicht alle Longmars verfügen über jede dieser Eigenschaften, doch die majestätischsten Exemplare werden auserwählt, um der himmlischen Drachenwache als Reittiere zu dienen. Somit erobern die Wächter des Kaisers nicht nur die Erde, sondern steigen zum Himmel empor. Natürlich brauchen auch die elitärsten Truppen Führung und Unterstützung. Daher gebietet das Kaiserreich über eine große Anzahl an Kommandanten und Magiern. Die Praxis der Magie ist außerordentlich beschränkt in Cathay, mehr noch als im Imperium. Einzig die Lehre des Himmels, also die Manipulation des Windes Azir, ist gestattet und die auch nur, weil der Drachenkaiser eine tiefe persönliche Verbindung zu dieser Magie verspürt. So kann er seine Magier persönlich leiten und die Praxis streng kontrollieren. Astromanten sind daher die einzig offiziell anerkannten Magier des Reiches. Man könnte meinen, das wäre ein Nachteil für Cathys Truppen, doch mit ihrer mehr als 5000 Jahre alten Tradition und direkter Anleitung durch den Drachenkaiser sind die Astromanten Cathys mit Abstand geschicktesten Anwender des Windes Azir, die es auf diesem Planeten gibt. Weiterhin erleichtert die geringe Auswahl an Zaubern den Generälen und Taktikern die Übersicht über die Fähigkeiten ihrer Zauberer, was häufig genug dazu führt, dass ihre Talente effektiver eingesetzt werden. Natürlich gibt es überall dort, wo Regeln existieren, auch jene, die sie brechen. Mit dem Magieverbot in Cathay ist das nicht anders. In der Stadt Shangyang, der Hauptstadt der westlichen Provinzen, gibt es das Haus der Geheimnisse. Eine Akademie, die vom Eisendrachen Zhao Min persönlich ins Leben gerufen wurde. Hier praktizieren interessierte Akolyten die Lehren des Metalls. Sogar seine eigenen Geschwister beäugen den Eisendrachen skeptisch für diese offene Rebellion gegen die Gebote ihres Vaters. Doch Zhao verfolgt seine Ambitionen der Alchemie unbeirrt. Magier, die unter ihm ausgebildet werden, werden Alchemisten genannt und sind nicht nur geschickte Anwender des Metallwindes, sondern auch begabte Schmiede und Erfinder.
Dies macht Shangyang zu einer industriell fortgeschrittenen Stadt und dem technologischen Herzen des Reiches. Vielleicht ist das auch der Grund, warum der Drachenkaiser bisher noch nichts gegen die Experimente seines Sohnes unternommen hat. Richten wir unseren Blick fort von den Magiern und hin zu den Kommandanten, finden wir zuerst den Torwächter. Diese Position wird von Veteranen der Jadekrieger bekleidet, nachdem sie sich in vielen Schlachten und über zahlreiche Dienstjahre bewiesen haben. Wie ihr Name bereits vermuten lässt, ist ihr häufigster Dienst die Organisation der Verteidigung ihrer Stadt. Hier haben sie eine Abteilung von Jadekriegern unter sich, die sie koordinieren und unterstützen. Da die Torwächter bereits Dutzende, wenn nicht Hunderte Einsätze in ihrer Heimatregion absolviert haben, dienen sie ihrem obersten Magistraten oder sogar lokal agierendem General oft als Sekundanten und taktischen Berater. Die große Verantwortung und der lange Dienst in einer einzigen Stadt verleiht den Torwächtern eine ehrbare Stellung in ihrer Gemeinde. Und selbst nach ihrem Übergang in den Ruhestand bleiben sie hochrespektierte Pfeiler ihrer Nachbarschaft. Einige Torwächter in Ruhestand haben vom kaiserlichen Hof sogar die Erlaubnis bekommen, die Verbrecher ihrer Gemeinschaft in den Wegen des Jadekriegers auszubilden. So eröffnen sich nicht nur neue Karrierepfade, vor allem soll die ausgeglichene Philosophie des Yin und Yang ihre gewalttätigen Impulse lenken sowie kontrollieren und somit die Kriminalität senken. Über den Torwächtern stehen die eben schon angesprochenen Magistrate. Ein Lord Magistrat ist ein Abkömmling einer noblen Familie, der die Gebiete Strategie, Politik, Logistik und Staatskunst ausgiebig studiert hat. Ihre Aufgaben bestehen in der Führung einer Stadt. Sie erhalten Befehle und Gesetze vom kaiserlichen Hof, besitzen jedoch viel Spielraum in der Implementation dieser Richtlinien und dürfen auch große Teile der lokalen Politik eigenmächtig entscheiden. Da sie bei all ihren Studien oft wenig Zeit für die Kampfkunst haben, ist ihre Aufgabe nicht die Führung der Truppen an der Front, sondern die Planung der Schlacht, das Vorhersagen von Feldbewegungen und natürlich die Organisation von Vorräten. Trotzdem gibt es genug Magistrate, deren Wissen um martialische Taktiken groß genug ist, um auch Armeen im Feld zu kommandieren. Während der Schlacht bevorzugen sie meist eine Position in einer persönlichen Himmelslaterne, von der aus sie den Kampf wohl überblicken können. Befehle werden dann von Mittelsmännern zu den Torwächtern im Felde gebracht. Auch wenn bei den Magistraten schnell das Bild eines unwissenden Bürokraten entstehen kann, der gerne Krieg spielt, muss ich betonen, dass viele von ihnen wirklich eine ausgezeichnete Bildung in militärischer Theorie genossen haben. So sind gerade die kampferfahrenen Magistrate der Grenzstädte absolut begnadete Taktiker, deren Ideen und Winkelzüge eine Schlacht schnell entscheiden können. Jahrelange Studien, teure Lehrer und viel Glück sind nicht die einzige Möglichkeit, hohe Positionen im cathayischen Militär zu erlangen. Gutes altes Geburtsrecht ist noch immer ein sicherer Garant für Erfolg. Allerdings bezieht es sich in Cathay weniger auf die großen Dynastien, sondern eher auf die drachenblütigen Shugengang-Fürsten. Sie sind die Kinder der Drachen. Über die vielen Jahre ihres Lebens hatten die Kinder des Drachenkaisers schon so manche sterbliche Liebhaber, aus deren Beziehung dann Nachwuchs hervorging. Die drachenblütigen Kinder sind dann in der Position, ihre eigene Adelsdynastie zu gründen und sich eine Position in Cathays oberer Gesellschaftsschicht zu ersichern. Durch ihre Abstammung haben sie eine natürliche martialische Begabung und magisches Talent. Shugengang-Fürsten finden wir in jedem Bereich der Oberschicht, doch besonders im Militär finden sie aufgrund ihrer vielseitigen Talente oft eine prominente Position. Mit einiger Anleitung können diese Drachenblütigen zu strategischen Führungspersönlichkeiten mit übernatürlicher Kampfkraft und magischem Talent werden, also der vollendete Anführer. Bevor wir fortfahren, wäre es noch einmal wichtig zu erwähnen, dass Shugengang-Fürsten an sich keine Position darstellt. Es ist mehr eine Bezeichnung für die soziale Klasse der Individuen, die dann ihrerseits andere Ränge wie General oder Magistrat begleiten. Der höchste Rang, den ein Shugengang oder auch ein anderer Krieger im Cathayischen erreichen kann, ist der himmlische General. Ein Individuum, das solch Höhen erreichen kann, wird vom himmlischen Kaiser selbst belohnt. Ihre Ausrüstung stammt aus den Waffenkammern des Palastes in Wei Jin. Ihre Waffen sind vom Drachenkaiser persönlich gesegnet und die einzigen, die einem himmlischen General Befehle erteilen können, sind die unsterblichen Drachen selbst. Immerhin sind es auch sie, die die Generäle ernennen. Nicht jede Armee hat einen himmlischen General an der Spitze, die wenigsten sind so glücklich. Denn die Generäle sind Stellvertreter der Drachen, große Krieger, die von der Front führen und dutzende Feinde unter den Hieben ihrer Waffen begraben. Die Drachen erwarten einen bestimmten Kampfstil von ihren Generälen. Sie sollen keine Magier oder Taktiker sein, die von hinten Befehle erteilen. Sie sollen führen, ein Beispiel für die Truppen darstellen und ebenso inspirierendes Symbol wie talentierter Befehlshaber sein. Cathys Drachen wissen um die Wichtigkeit der Moral und ein einfacher Jadekrieger kennt kaum eine größere Ehre, als mit einem himmlischen General in den Kampf zu ziehen. Zu sehen, wie diese Helden ihr Leben aufs Spiel setzen, inspiriert die Truppen, es ihnen gleich zu tun. Der schiere Eifer, den der General seinen Truppen schenkt, ist mindestens ebenso wichtig wie eine taktische oder martialische Fähigkeit. Bevor wir zu der wichtigen Artillerie Cathys kommen, habe ich noch einige sehr spannende Monster und Konstrukte zu beleuchten.
Doch auch wenn ihr dadurch noch ein wenig auf die großen Kanonen warten müsst, wird es sich definitiv lohnen, denn Cathy hat eine der interessantesten Mischungen aus monströsen Einheiten, die ich kenne. Die kleinsten Konstrukte Cathys sind die Krähenmenschen der Mondkaiserin. Die Gattin des Drachenkaisers führt einen immerwährenden Krieg gegen die Truppen des Sinch und erschuf diese Konstrukte aus belebtem Onyx, um die chaotischen Truppen unbemerkt auszuspionieren. Ihre Schöpfungen haben diese Aufgabe so gut durchführen können, dass Cathy die Krähenmenschen nun überall auf der Welt einsetzt, um Informationen zu erhalten. Natürlich können die Onyx-Konstrukte auch kämpfen, sie sind stark genug, einen erwachsenen Mann in die Höhe zu ziehen und verfügen über messerscharfe Krallen. Doch ihre primäre Aufgabe liegt im Sammeln von Informationen und Infiltrieren feindlicher Siedlungen. Ogre sind eine Konstante in menschlichen Armeen. Söldner der großen Vielfraße verdingen sich oft überall auf der Welt und so auch in Cathy. Natürlich haben die Bewohner Cathys oft ein etwas angespanntes Verhältnis zu ihnen, da es in der Vergangenheit zu groß angelegten Kriegshandlungen kam. Doch im Endeffekt gibt es kaum eine Armee, die Nein sagt, wenn ein tonnenschwerer Fleischberg anbietet, die Schocktruppe zu sein. Allerdings gibt es mehrere Gelegenheiten, an denen eine spezielle Subspezies an Ogre in Cathys Reihen gesichtet wurde. Wir nennen sie die einhördigen Ogre. Hierbei handelt es sich, wie man erwarten würde, um unnormal große Vertreter ihrer Rasse, die sich durch ein einzelnes Horn auf der Stirn auszeichnen und teilweise seltsame Verfärbungen ihrer Haut aufweisen. Wodurch diese Ogre entstanden sind, kann keiner sagen. Viele sind sich nicht einmal einig, ob es diese Kreaturen wirklich gibt. Statuen und Gargoyles sind auf der ganzen Welt beliebte Verzierungen und symbolische Wächter für Tempel oder Anwesen. Cathys Architekten und Zauberer gehen hier noch einen Schritt weiter und verbauen tatsächlich belebte Konstrukte in ihren Tempeln. Ähnlich den Ushabti der Gruftkönige sind die Tempelhunde statueske Konstrukte, die mit einem magischen Aktivierungswort zum Kampf gerufen werden können. Sie sehen aus wie eine Mischung aus Hund und Löwe, sind aus Stein gefertigt und bewegen sich unheimlich agil für ihr Gewicht. Einige dieser Steinwächter sind sogar groß genug, sodass die Tempelwächter auf ihnen in den Krieg reiten können. So geschah es zum Beispiel während des Angriffs vom Chaos-Champion Tamurkan auf die cathayische Festung Ashashir. Größere oder reichere Festungen verfügen natürlich auch über mächtige Verteidiger. Hier treffen wir die Wächterlöwen aus Gargad oder Gajade. Riesige, meisterhaft gefertigte Konstrukte, die autonom agieren und Cathys Feinde vernichten können. Während die Löwen aus Gargad oder Pechkohle, wie man es manchmal nennt, einfach größere Versionen des Tempelhundes darstellen, sind die Jadelöwen noch weit mehr. Ihre bloße Anwesenheit reicht aus, um die Angst der Truppen um sich herum zu beruhigen und die Magie der Himmelsmagier zu verstärken. Den Legenden zufolge hat der Drachenkaiser persönlich jeden einzelnen Jadelöwen belebt und ihm einen Teil seiner göttlichen Macht vermacht. Auch wenn dies ein schöner Gedanke ist und die Truppen des Kaiserreichs daran bestimmt glauben, halte ich es für einen Mythos. Einen schönen, aber unwahrscheinlichen Mythos. Cathays Herrscherin gebietet natürlich nicht nur über die Krähenmenschen. Ihre liebsten Kreaturen und das Zeichen ihres Wohlwollens sind die großen Mondvögel. Man erzählt sich, diese magischen Kreaturen leben in den Kratern des Mondes Manslieb oder Yuyin auf Cathys Sprache und kämen nur auf die Welt hinab, wenn die Mondkaiserin ihre Hilfe erbittet. Die Vögel sind in silbriges Mondfeuer gehüllt und attackieren damit auch ihre Feinde. Sie sind in Größe und Macht absolut mit den großen Phönixen Ulthuans vergleichbar. Manchmal erlauben die Mondvögel einem besonders mächtigen Himmelsmagier sogar, sie zu reiten. Doch stets nur für kurze Zeit. Immerhin müssen sie schon bald wieder die Welt verlassen und zu ihrer Heimat zwischen den Sternen zurückkehren. Trotz ihrer übernatürlichen Macht und Schönheit sind die Mondvögel noch lange nicht das mächtigste Monster in Cathys Arsenal. Dieser Titel gebührt den mächtigen himmlischen Löwen des Kaisers. Diese Kreaturen sind so groß wie ein Dampfpanzer, wild wie ihre thracischen Vettern und geschmückt mit bunten Federn und einer majestätisch weißen Mähne. Oder um es kurz auszudrücken, sie sind ein bunter Greif mit Löwenkopf. Die Entstehungsgeschichte hinter den Himmelslöwen ist jedoch weitaus interessanter als ihr Aussehen, denn sie sind ein Produkt der magischen Fähigkeiten des Drachenkaisers. Wie bereits erwähnt, befindet sich Cathy seit jeher im Konflikt mit Sinch und seinen chaotischen Dienern. Die verbreitete Chaosverderbnis dieser Konflikte führte zu vielen grausamen Monstern, die durch Cathys Lande zogen. Sogar in den weitläufigen Wäldern des Mondes, dem persönlichen Rückzugsort des Kaiserpaares, streiften Manticore durch die Lande. Anstatt diese Kreaturen jedoch einfach zu töten, reinigte der Drachenkaiser die Monster und schenkte ihnen den Funken des Göttlichen. So wurden aus niederträchtigen Manticoren die beeindruckenden himmlischen Löwen, die die Wälder des Mondes nun schützen, anstatt sie heimzusuchen. Die bekanntesten Konstrukte Cathys sind jedoch ohne Frage die Terrakotta-Soldaten. Vor 1000 Jahren soll das himmlische Reich über tausende Terrakotta-Soldaten verfügt haben. Ganze Armeen, die Mauern der großen Bastion gegen das Chaos verteidigten. Soldaten ohne Angst, Müdigkeit oder Schlaf, die auf den Zinnen stumm wachten. Von den antiken Soldaten ist heute nichts mehr zu sehen. Ob es ein Problem mit ihnen gab oder die Kunst ihrer Massenfertigung verloren ging, kann ich nicht sagen.
Die einzigen Konstrukte, die heute noch an sie erinnern, sind die viel größeren Terrakotta-Wächter. Riesengroße belebte Automaten, die still darauf warten, von den mächtigen Magiern Cathys in den Kampf gerufen zu werden. Diese Wächter werden wie Wachtürme verwendet. Oft stehen sie an strategischen Punkten über weiten Reisfeldern oder wurden direkt in das Mauerwerk einer Siedlung integriert. Unwissende Feinde, die sie für einfache Statuen halten, bewegen ihre Truppen in Reichweite und werden dann von den Angriffen der riesenhaften Konstrukte zerschmettert. Angeblich stammen auch diese Wächter aus antiken Tagen, während denen der Drachenkaiser seine Truppen noch persönlich ins Feld führte. Vielleicht sind eben genau deswegen nur noch diese riesigen Wächter übrig. Vielleicht brauchte es die magischen Fähigkeiten des Drachenkaisers, um tausende Terrakotta-Soldaten zu steuern. Und nur diese riesigen Konstrukte, die ihren eigenen Antrieb haben, überdauerten. Doch das ist nur meine Theorie. In den südlichen Gebirgen steht sogar ein besonderer Terrakotta-Wächter, der legendäre Tsai Tang, der himmlische Bogenschütze. Tsai Tang ist in vielerlei Hinsicht beeindruckend. Zum einen ist er größer als alle anderen Wächter, trotzdem aber mobiler. Seine gewaltigen magischen Flügel erlauben ihm, von Berg zu Berg zu springen, um eine optimale Schussposition zu finden. Sein gewaltiger Himmelsbogen verfügt nicht nur über riesige, sondern auch magische Pfeile, die angeblich von keiner Rüstung aufgehalten werden können. Doch am beeindruckendsten ist, dass Tsai Tang als einziger Wächter komplett eigenmächtig handeln kann. Er benötigt keine Aktivierung, keinen Magier, den ihn kontrolliert, sondern handelt wie ein eigenständiger Mensch. Welche Magie oder Handwerkskunst für Tsai Tang verantwortlich ist, kann ich unmöglich sagen. Doch im Gegensatz zu ihm wirkt jedes andere magische Konstrukt dieser Welt wie schlichtes Kinderspielzeug. Mit den magischen Konstrukten und Monstern besprochen, widmen wir uns zuletzt der Artillerie. Ich weiß doch, dass meine Zuhörerschaft voller Leute ist, die lieben, wenn es knallt und raucht. Deswegen habe ich mir das Beste zum Schluss aufgehoben. Wir beginnen die Artillerieaufzählung mit der klassischen Großkanone. Gezogen von zwei Ochsen und beladen mit einem schweren Metallgeschoss, ist die Großkanone genau, was man erwartet. Egal ob als Teil der festen Verteidigung einer Bastion oder als Waffe im Feld, die Großkanone macht, was sie soll und sie macht es gut. Es gibt weiterhin noch Varianten, die anstatt eines Geschosses ein Schwall aus Flammen auf die Feinde entladen, also können auch Horden von Feinden mit ihnen abgewehrt werden. Insgesamt bilden die Großkanonen einen Teil des scheppernden und rumsenden Rückgrats der Cathayischen Armee und werden zu jeder großen Schlacht in Dutzenden aufgefahren. Viel beliebter als die Großkanonen ist nur noch der Feuerregen-Raketenwerfer. Diese Kriegsgeräte bilden den Großteil der Cathayischen Offensive während Feldschlachten. Wie anfangs bereits erwähnt, dienen die Jadekrieger primär zum Halten der Frontlinie und Beschützen der wahren Feuerkraft. Die Raketenwerfer sind eben diese Feuerkraft. Jedes einzelne Geschütz ist in der Lage, 7 Raketen schneller sukzessive abzufeuern, bevor nachgeladen werden muss. Stellt man sich nun vor, dass Cathys große Armeen diese Geschütze in großen Mengen aufstellen können, wird schnell deutlich, was für ein Albtraum die Feinde des Kaiserreichs erwartet. Die Reichweite und Präzision lassen im Vergleich zur Großkanone zwar durchaus zu wünschen übrig, doch der schiere Flächenschaden und die damit verbundene Feuerrate sind vernichtend. Die feuerregen Raketen haben sich nicht nur ihren Namen, sondern auch die Position als Cathys absolutes Arbeitstier redlich verdient. Neben diesen beiden eher mundanen Kriegsgeräten verfügen die Truppen des Kaisers weiterhin über einige besondere oder gar kuriose Erfindungen, die ihren Weg aufs Schlachtfeld finden. Zum einen wäre da die Zhangguk-Kriegstrommel. Jede Stadt ist per Gesetz verpflichtet, eine solche Trommel zu besitzen, damit sie in Zeiten des Krieges geschlagen werden kann, um die Rekruten und Krieger einzuberufen. Einige Städte gehen jedoch einen Schritt weiter und befestigen ihre Trommel auf einem Karren, sodass das Instrument die Krieger in den Krieg begleiten kann. Die Theorie ist, dass der Klang der Trommel die Kämpfer an die Heimat erinnert und ihnen Mut schenkt und als Zeichen des Stolzes vor jedem Feind verteidigt wird. Manche Kriegstrommeln verfügen zu diesem Zweck sogar über eine Kanzel, auf der der Magistrat der Stadt seine Truppen begleiten kann. Der Wuxing-Kriegskompass ist eine Miniaturreplika des großen Wuxing-Kompass, der inmitten der himmlischen Stadt prangt. In seiner Funktion ist er vergleichbar mit dem Luminarium von Hish, der magischen Artillerie des Imperiums. Es handelt sich um eine rituelle, fahrbare magische Konstruktion, die tief in einen der magischen Winde gedrängt wurde. In diesem Fall dem magischen Wind Azir. Ein Himmelsmagier kann den Kompass also verwenden, um seine magische Macht zu verstärken oder die inhärente Macht des Kompasses zu lenken. Dies steigert das Potenzial des Magiers enorm und erlaubt es dem Kriegskompass, ein magisches Kriegsgerät zu werden, das ununterbrochen mächtige Himmelszauber und magische Projektile auf seinen Feind schmeißen kann. Zuletzt besprechen wir das wohl ikonischste Kriegsgerät Cathys. In so vielen Landschaftsmalereien der Region finden wir immer wieder Referenzen zu den Heißluftballons. Diese typisch östlichen Fluggeräte werden von Cathys Truppen sehr vielseitig eingesetzt und kommen in 2 verschiedenen Bauweisen, der Himmelslaterne und der Himmelsdschunke. Beide Geräte tragen aus Respekt den Namen ihres Schöpfers Kong Ming und prägen die Schlachtfelder Cathys.
Die kleinere Himmelslaterne wird oft eingesetzt, damit Kommandanten eine gute Übersicht über das Schlachtfeld haben oder während Märschen, um die strategischen Routen auszukundschaften. Auch wenn die Rolle der Laterne niemals primär offensiv sein wird, führt sie eine Gruppe Kranichschützen mit sich, um gegen herannahende fliegende Gegner gewappnet zu sein. Das wohl spannendste Detail beider Ballons ist die Art, wie heiße Luft erzeugt wird. Dies geschieht nicht über mondane Mittel, sondern wird mittels eines kleinen eingesperrten Vogels erreicht, der den Phönixen Ulthuans ähnelt. Die Himmelsdschunkel ist eine größere Variante der Laterne, die von zwei Ballons in die Luft gezogen wird. Dank dieser zusätzlichen Größe kann die Dschunkel nicht nur mehr Schützen und eine bessere Hüllenpanzerung erhalten, sondern auch noch verschiedene Explosionswaffen mit sich führen. Dies macht die Dschunkel zu einem dedizierten Kriegsgerät im Gegensatz zur einfachen Laterne, da sie mit Raketen, Bomben und Kranichschützen Tod auf die Gegner des himmlischen Kaisers regnen lässt. Die gesamte Konstruktion ist natürlich noch immer vergleichsweise anfällig, einfach aus dem Grund, dass die Ballons selber nicht gepanzert werden können. Doch alleine die Flugfähigkeit und Bewaffnung machen die Himmelsdschunkel zu einem beachtlichen Werkzeug im Koffer eines begabten Strategen. Dies war meine Vorlesung zur gesamten Truppenstärke des Kaiserreiches Cathay. Ich hoffe, ihr verzeiht mir die etwas längere Produktionszeit des Videos. Wie ihr seht, gab es einiges zu besprechen. Wenn euch das Video gefallen hat, segnet die Folge doch mit einem Like und schreibt mir einen Kommentar, welches dieser Truppenelemente ihr am liebsten mögt. Besonderer Lehrmeister Shoutout geht an Andy, Baron Harkon, Dragonus 22, Jack, Roy Tikai, Lomfi, Magnus Dominus Scipio, Warlock Skrak, Helios, Graupelschall 626, Mattis, Valentin Kostirka und Manuel G. Bis zum nächsten Mal. Bleibt glorreich.